Heute, am 15. März 2021, ist genau 10 Jahre her, dass in Damaskus eine sehr große Demonstration stattgefunden hat gegen den Staatspräsidenten Assad. Ausgelöst durch Demonstrationen von Jugendlichen im Süden Syriens, in Dara, wo sich die jungen Menschen verwahrt haben gegen Unterdrückung von freier Meinungsäußerung, aber auch aufgrund von Korruption. Am 15. März 2011 gab es natürlich schon die ersten Funken des Umbruchs in der arabischen Welt. In Tunesien im Januar, kurz gefolgt danach in Ägypten, natürlich Marokko, aber auch in Libyen. Und es ging weiter bis in den Jemen, und dieses Thema besprachen wir auch letztes Mal. Heute wollen wir den Fokus richten auf Nordafrika, eben auch mit dem etwas schillernden Begriff des arabischen Frühlings umzugehen. Denn Frühling, den kennen wir vielleicht hier noch aus Mitteleuropa vom Prager Frühling, aber auch eine Hoffnung, dass nach dem Frühling sich ja auch was weiterentwickelt. Wenn wir schon vorher eine Bilanz ziehen, dann müssen wir eben auch feststellen, dass es ja in vielen Ländern kein Frühling geworden ist, sondern eher ein Herbst und ein Winter. Dieses Thema wollen wir heute gemeinsam besprechen mit Frau Gabriela Heinrich. Wir werden uns duzen, weil wir immer noch zur selben Partei gehören. Wir aber auch Verbindungen natürlich auch zu dem Thema haben. Gabriela Heinrich ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages hier aus Nürnberg. Sie hat in der ersten Periode Themen wie Menschenrechtspolitik, Entwicklungszusammenarbeit bearbeitet. Sie ist seit 2019, also in der zweiten Periode, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und hat ein weites Feld zu beackern, von der Außen- zur Sicherheitspolitik, zur Entwicklungspolitik, aber auch zur Menschenrechtspolitik. Was sie aber auch wieder prädestiniert, um an diesem Thema noch enger dran zu sein, ist eben, dass sie auch die Vorsitzende der Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag ist, Beziehungen zu den Maghreb-Staaten, also die Länder Tunesien, Marokko, Algerien, Libyen und noch etwas südwestlich davon, Mauretanien. Sollte uns die Zeit noch bleiben, dann werden wir sicher einen kleinen Aspekt auch auf Ägypten machen, aber wir wollen uns zunächst mal auf diese Länder konzentrieren. Gabriela, wenn ich dich einfach mal fragen darf, vor deinem Einzug in den Deutschen Bundestag 2013, wie hast du das damals im Frühjahr 2011 wahrgenommen, was sich da 2 Flugstunden, wie wir immer sagen, von Deutschland, von Frankfurt, von München aus getan hat? Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Günther, für die Einladung heute zu der Veranstaltung. Und du hast natürlich vergessen zu sagen, dass du schuld bist, dass ich tatsächlich Vorsitzende der Parlamentariergruppe Maghreb-Staaten geworden bin, weil du mir damals aufgetragen hast, dass ich dir da bitte nachfolgen solle. Ein Gebiet, was dich schon immer total interessiert hat. Und vielleicht auf die Zeit, wo ich ja noch nicht im Bundestag war. Also ich glaube, was für uns halt einfach wahnsinnig spannend war, war vor allen Dingen Tunesien und Ägypten. Du hast es gesagt, die Nachrichten, die wir da bekommen haben. In Ägypten ging es ja sehr schnell auch wieder in eine andere Richtung. Aber Tunesien gilt ja heute noch ein bisschen so als Leuchtturm dieses arabischen Frühlings. Es war mit ganz, ganz großen Hoffnungen verbunden. Natürlich in allererster Linie mit den Hoffnungen, die die Menschen dort hatten, als sie sich entsprechend auf die Straße bewegt haben und ihre Regime weggefegt haben. Das kann man ja tatsächlich so ausdrücken. Und ich glaube, wir hier haben gedacht, ja, das ist der Beginn tatsächlich von etwas ganz Großem. Die Zivilgesellschaft, die Menschen selber sind jetzt diejenigen, die sich wehren gegen ihre Autokratien. Und da wird was längerfristig was Gutes entstehen. So war, glaube ich, die Situation damals. Jetzt ziehen wir alle Bilanz über diesen Umbruch, über diese Transformation. Und du hast es gesagt,
Tunesien bleibt bis heute immer das Pflänzchen, das vielen Stürmen ausgesetzt ist, das manchmal vielleicht nicht genügend Wasser hat, damit es wachsen kann. Wo siehst du die besonderen Schwierigkeiten jetzt in diesem Land, wenn man sozusagen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft jetzt einfach mal nacheinander ein bisschen behandeln will? Denn es gab ja eine Vielzahl von Regierungen, es gab immer viele neue Personen, es gibt eine Parteienlandschaft. Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Einblick mal geben, wie das sich so entwickelt hat, wie das heute ist. Und ich sage es mal provokant, obwohl ich natürlich die Antwort weiß, aber haben wir dort 5 Parteien oder 7 Parteien oder sind es doch etwas mehr? Ja, also wenn ich mit den Parteien beginnen darf, es sind noch deutlich mehr. Und das Problem ist zum Beispiel auch bei unseren sozialdemokratischen Schwesterparteien, sie kommen und sie gehen. Das heißt, die Parteien schaffen es nicht, sich wirklich zu etablieren, jetzt mal abgesehen von der Enachta, aber wir haben große Parteien gesehen zu Beginn, die sind einfach heute überhaupt nicht mehr existent. Hinzu kommt, dass die Politiker und Politikerinnen häufig auch wechseln. Also es ist nicht so, dass man sich einer politischen Richtung zugehörig fühlt, programmatisch, und dann dort auch verbleibt und versucht, was aufzubauen, sondern sie wechseln. Und das macht das Ganze natürlich auch sehr, sehr unübersichtlich gegenüber den potenziellen Wählerinnen und Wählern. Und ein Problem, was man dabei einfach auch hat, was wir sehen, ist, es gibt keine tatsächliche programmatische Ausrichtung. Also das, was wir so kennen, ne, wir haben jetzt als SPD unser Parteiprogramm vorgelegt und das ist uns das Allerwichtigste, um in diesen Wahlkampf zu gehen und zu beschreiben, was wir möchten, wie wir zu dieser Wahl antreten, welche Vision, welche Ideen wir für die nächsten Jahre haben, das findet halt in der Form nicht statt. Gut, das ist bei der CDU, CSU auch nicht so ausgeprägt, aber im Allgemeinen glauben wir schon daran, dass es wichtig ist, eine Programmatik aufzustellen. Und vielleicht noch zu der anderen Frage, ich mache das ganz kurz. Politisch hat dennoch im demokratischen Sinne Tunesien sehr viel geschafft. Sie haben sich eine neue Verfassung gegeben. Leider gibt es noch keine Verfassungsrichter, aber ansonsten sind sie hier bei vielen Schritten sehr, sehr weit gekommen. Sie hatten eine Versöhnungskommission, die versucht hat, die Zeit von Ben Ali aufzuarbeiten. Aber was nicht funktioniert hat bis heute, im Gegenteil, es ist fast noch schlechter geworden, ist die wirtschaftliche Lage. Und die Menschen sind ja damals nicht nur auf die Straße gegangen, was wir mit großer Sympathie gesehen haben, um für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu demonstrieren, sondern sie sind natürlich auch auf die Straße gegangen, weil sie eine andere wirtschaftliche Lage in ihrem Land haben wollten. Und Tunesien hat ein großes Haushaltsdefizit, eine ungeheuer hohe Arbeitslosigkeit, gerade bei den jungen, gut ausgebildeten Leuten. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele frustriert sind in dem Land. Wenn du das so beschreibst, das genau vom Ausgangspunkt, wie viele Erwartungen auch da waren, dass wir alle wissen, dass oft 50% der Bevölkerung Jugendliche gewesen sind. Es gibt viele Hochschulabsolventinnen und Absolventen in Tunesien und keine Perspektive ist da. Und jetzt schreiben wir schon 10 Jahre danach, wobei klar ist, dass nicht von heute auf morgen alles verändert werden kann. Aber besteht nicht die Gefahr, dass diese Enttäuschung, diese enttäuschten Erwartungshaltungen letztlich auch dazu führen, dass es im Land wieder instabiler wird? Auch politisch. Also das ist tatsächlich die Gefahr, die viele sehen. Und es ist nicht wirklich zu beurteilen, wie stabil die Demokratie in Tunesien ist. Wenn ich mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, mit unseren Leuten, die vor Ort sind, und in Tunis ist das größte Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung, die haben sehr, sehr guten Einblick, auch weil sie sehr viel mit der Zivilgesellschaft zu tun haben. Die Einschätzung ist schon die, dass sich sowas wie eine Demokratiemüdigkeit breit macht.
Und eine Demokratiemüdigkeit, die auch geprägt ist davon, dass der Populismus sehr stark zunimmt und bei einigen wieder so die Idee kommt, es gibt keine demokratische Dividende, wie man es nennt, also dass sich das Land tatsächlich nach vorne bewegt. Was bringt mir dann die Demokratie? Ist es nicht wichtiger, tatsächlich, dass wir wirtschaftlich vorankommen, und braucht es dazu dann statt ständig wechselnder Regierungen vielleicht doch wieder einen starken Mann? Also diese Gefahr besteht, wobei Tunesien mit Sicherheit aufgrund dieser sehr aktiven Zivilgesellschaft das Land ist, was am ehesten widerstehen kann. Wenn wir diese innere Entwicklung beschreiben und bewerten, dann stellt sich auch gelegentlich die Frage, was tun eigentlich wir als Nachbarn? Das heißt, wir Deutschland, nicht unmittelbar, aber natürlich in Verbindung mit der Europäischen Union. Und wir werden die Rolle externer Akteure sicherlich auch bei anderen Ländern noch einmal besprechen. Aber aus deiner Sicht, gibt es denn genügend Unterstützung auch für die Entwicklung? Und da meine ich jetzt nicht sozusagen Grundmuster, die wir kennen von uns, eins zu eins zu übertragen, sondern gibt es Angebote an tunesische Regierung, ans Parlament oder auch an Zivilgesellschaft, unsere Angebote mal zu prüfen und damit man entsprechend auch vorankommt? Und vor allem, gibt es eine Unterstützung bei der wirtschaftlichen Gestaltung des Landes? Also es gibt sehr unterschiedliche Unterstützungsangebote und nicht alle werden als Unterstützungsangebote gesehen und wahrgenommen. Ich fange mal an bei allem, was im Bereich Entwicklungszusammenarbeit läuft. Da würde ich sagen, ist Tunesien tatsächlich ein Adressat, mit dem es gut läuft. Wir machen sehr, sehr viel im Bereich berufliche Bildung. Die versuche tatsächlich, junge Menschen so auszubilden. Das ist auch zum Teil erfolgreich, aber leider nicht in den Zahlen, die man sich verspricht. Junge Menschen so auszubilden, dass sie tatsächlich dann auch in eine feste und sozialversicherungspflichtige Arbeit kommen und rauskommen aus dem informellen Sektor. Da gibt es verschiedene Bereiche, im Textilbereich zum Beispiel ist es interessant, aber auch im Trockenbau, wo Tunesien traditionell sehr stark ist. Es gibt schon viele Angebote, auch im kommunalen Bereich, also um hier zu unterstützen, weil das wissen wir alle, die Kommunalpolitik ist sehr, sehr wichtig, weil hier natürlich auch am ehesten die Erfolge gesehen werden und die Menschen ihre Politiker und Politikerinnen auch am ehesten kennen. Es gibt viele, viele Unterstützung tatsächlich auch im Bereich im Energiesektor, aber es ist halt nicht der große Wurf. Und letztendlich muss es auch dazu kommen. Ich glaube, eins der großen Probleme, was gerade die jungen Tunesierinnen und Tunesier haben, die sind gut ausgebildet. Es gibt auch sehr viele gut ausgebildete Frauen, aber sie kommen nicht voran. Sie kommen nicht voran, weil zum Beispiel, wo wir auch versuchen zu unterstützen, bei der Gründung von neuen, auch kleineren Unternehmen, das ziemlich schwierig ist. Also die Netzwerke, die elitären Netzwerke sind natürlich auch nach 10 Jahren durchaus noch vorhanden. Und wer hier keinen Zugang hat und wer hier keine Verbindungen hat, der schafft es nur sehr schwer, selber was auf die Beine zu stellen. Also so dieser Spirit, dass man dann vorankommen kann, vielleicht auch mit Krediten und, das funktioniert nicht so gut. Ich nehme mal dein Stichwort Landwirtschaft auf, um als Brücke zu bauen zu einem anderen Land, nämlich Marokko. Ich erinnere mich nur, dass Marokko eben auch noch die Tomaten ausführen wollte auf den europäischen Markt und dann insbesondere Frankreichs Bauern mal wieder demonstrierten, obwohl der Anteil der marokkanischen Tomaten nur 2% des Marktes in Frankreich ausmachten. Aber wir wollen uns nicht auf Tomaten aus Marokko konzentrieren, sondern einmal feststellen, Marokko ist ja auch so auf der Ebene Nordafrika und dennoch hat es doch einen gravierenden Unterschied, während in vielen Ländern des arabischen Umbruchs die Staatschefs davongejagt wurden, blieb der König. Worauf führst du das zurück?
Ja, das ist halt der König. Das ist der König und nicht ein Staatschef. Das macht in Marokko wahnsinnig viel aus. Es gibt in Marokko gibt's im Grunde genommen drei große Tabus. An denen darf man nicht rühren. Das eine ist der König. Und der König bleibt, die königliche Familie, die Monarchie ist unantastbar. Das zweite ist die Religion. Und der König ist ja auch der oberste Religionsführer in Marokko. Auch hier darf man auf gar keinen Fall sich dagegen stellen, was auch ganz viel mit Abwehr gegen andere Einflüsse in anderen Ländern zu tun hat. Und das Dritte ist der ganze Bereich Westsahara, der uns im Moment ja auch wieder massiv auf die Füße fällt, wo ich hoffe, dass wir international hier vielleicht mal ein bisschen weiterkommen. Das sind drei schwierige Themen in Marokko. Ich denke, der König hat insofern am Beginn nicht so taktisch unklug reagiert, weil er eben doch ein paar Freiheiten, was jetzt besonders individuelle Freiheiten anbelangt, am Anfang zugelassen hat und so die großen Probleme praktisch abwehren konnte, dass es da nicht zu weiteren Aufständen gekommen ist. Wie siehst du denn die wirtschaftliche Situation Marokkos? Marokko hat in den letzten Jahren aufgeholt, was den Tourismus angeht. Da war immer das Nummer eins Tunesien, dann haben sich die auf den Lorbeeren ausgeruht und Marokko hat viel investiert. Wie siehst du aber die andere Entwicklung der Wirtschaft vor dem Hintergrund eben auch der starken Generation junger Menschen? Ja, Marokko hat im Grunde genommen die gleichen Probleme, also auch wieder eine gut ausgebildete junge Generation, die aber ganz, ganz schwer in wirklich annehmbare Jobs kommt. Und deshalb hat Marokko auch ein sehr großes beschrieben, oder in Marokko gibt es sehr viele Leute, die sich auch nach Europa orientieren. Also die Migration, was jetzt die Marokkaner anbelangt, ist nochmal sehr, sehr deutlich. Der Wunsch, das Land zu verlassen, weil hier nichts vorangeht. Aber ich möchte noch mal sagen, ja, Marokko hat natürlich profitiert auch vom Tourismus. Allerdings muss man sagen, Tunesien ist halt hart gebeutelt, ne? Also Tunesien hatte ja in den letzten Jahren massiv viele terroristische Anschläge zu verkraften. Und dem Land würde es natürlich auch besser gehen, wenn in einem so wichtigen Bereich wie dem Tourismus, den man sicherlich auch noch mal hätte weiterentwickeln müssen, weg vom reinen Strandurlaub, weil Tunesien ungeheuer viel zu bieten hat, genauso wie Marokko. Aber Marokko hat es einfach geschafft, auch mit unterschiedlichen Städten, die sehr interessant sind, hier deutlich besser zu werden. Aber gut geht es auch den Marokkanern nicht, wobei ich vielleicht an der Stelle sagen darf, Marokko ist tatsächlich das Land, was am meisten von Entwicklungszusammenarbeit profitiert. Also die kriegen wirklich richtig viel Geld. Machen wir einen Sprung zum schwierigen Nachbarn. Algerien ist mal aus der marokkanischen Sicht. Vermutlich wird die Algerier sagen, ja, Marokko ist auch ein schwieriger Partner. Bei beiden hängt ja diese Westsahara so fest drin, dass es auch nahezu keine Beziehung gibt. Jetzt hatten wir bei dem Ausbruch in Tunesien und in Ägypten natürlich alle irgendwo gesagt, ja, wir wissen ja auch die Unruhe in Algerien. Aber warum passierte da so wenig 2011, 2012? Also ich kann nicht sagen, warum 2011 jetzt tatsächlich so wenig passierte. Es ist ja dann 2019 passiert mit den Demonstrationen, den Freitagsdemonstrationen, die regelmäßig stattgefunden haben. Algerien ist für uns immer so ein bisschen so eine Blackbox. Also wir können zwar in das Land reisen jetzt als Parlamentarier, aber selbst unser Botschafter, ich war, glaube ich, vor 5 Jahren in Algerien. Selbst unser Botschafter hatte wenig Möglichkeiten, sich aus Algier wegzubewegen. Das heißt, man ist in einem Land und denkt sich,
Oh, alle Informationen, die man hier bekommt, sprechen eigentlich dafür, dass Algerien alle Voraussetzungen haben könnte, zum Beispiel auch touristisch, um hier wirklich ganz nach vorne zu kommen. Aber es scheitert dann irgendwie so ein bisschen daran, dass da so ein Mehltau drüber liegt. Algerien ist natürlich ein Land im Gegensatz zu Tunesien ganz massiv, was sich immer finanziert hat über Rohstoffe, über Erdöl, über Erdgas. Und das hat auch lange Jahre ganz gut funktioniert, dass man seiner Bevölkerung bestimmte Angebote machen konnte, was zum Beispiel Grundnahrungsmittel, Subventionen und so weiter anbelangt. Aber auch Algerien hat natürlich das Problem, dass es jetzt langsam aber sicher zur Neige geht und sie ihre Wirtschaft diversifizieren müssten. Und das machen sie nicht in ausreichendem Maße. Deshalb haben viele Algerier auch Angst vor der Zukunft. Und ich glaube, das war mit ein Grund, dass man sich jetzt hier sehr viel stärker nochmal entsprechend erhoben hat. Dann ging es natürlich auch darum, dass Bouteflika, der ja über viele Jahre sowieso schon nicht mehr als Präsident in Erscheinung getreten ist und sich alle gefragt haben, wir natürlich auch, wer regiert eigentlich dieses Land? Weil Bouteflika kann es wahrscheinlich eben doch nicht sein, der auch keine öffentlichen Termine mehr wahrnehmen konnte und, der dann sich erneut zur Wahl stellte oder zur Wahl gestellt wurde. Und ich glaube, das war dann so der Grund, warum die Algerier gesagt haben, jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir auch mal zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind. Man muss natürlich bei Algerien einfach immer mit einbeziehen. Algerien hat ein schweres Trauma aus den 90er Jahren. Der Bürgerkrieg in Algerien hat wahnsinnig viele Opfer gefordert. Opfer durch eine Diktatur, durchs Militär. Es gab unendlich viel Folter. Menschen sind in Gefängnissen verschollen. Und die Zahl der Toten kann man nicht mal genau benennen. Aber schwanken wahrscheinlich so bis zu 200.000, wie man sagt. Das heißt, in jeder Familie waren Opfer zu beklagen. Und die Algerier und Algerierinnen hatten sehr, sehr große Bedenken, tatsächlich in ihrem Land wieder sowas wie einen Bürgerkrieg anzuzetteln. Also die Angst war massiv da. Und ich glaube, dafür muss man auch jedes Verständnis haben. Du hast es ja erwähnt, die Entstehung beziehungsweise auch das Eindämmen 2011, 2012 und dann die späte Entwicklung im Zusammenhang mit Bouteflika. Es gab ja dann wirklich viele Bewegungen. Was wir dann ja auch immer festgestellt haben oder auch durch Lektüre, dass Algerien, aber auch die Protestierenden möglichst wenig Einfluss haben wollten von außen. Ist dir das bei Gesprächen begegnet und worin ist das begründet, diese Angst der Einmischung? Ja, es ist mir vor ein paar Jahren schon immer deutlich geworden, dass Algerien sehr, sehr viel Wert legt auf die eigene Unabhängigkeit in dem, was in ihrem Land passiert. Die einzigen, die offen damals mit uns gesprochen haben, waren interessanterweise die Militärs. Aber auch die haben immer deutlich gemacht, dass ihre oberste Maxime die ist, dass auch sie sich nirgendwo einmischen und auch von anderen Ländern erwarten, dass sie keinerlei Einmischung in andere Staaten nehmen. Uns wurde 2019, wir haben dann versucht, über unsere Stiftungen, auch über die Stiftung Wissenschaft und Politik, die sehr, sehr gut informiert sind über das, was in Algerien passiert, an Informationen zu kommen. Und auch die haben, also die Stiftungen, die Parteistiftungen sowieso schon immer, da war die Friedrich-Ebert-Stiftung noch die, die auf massive Intervention von uns überhaupt ein kleines Büro haben konnten. Aber alle Beobachter haben und Beobachterinnen haben auch überhaupt keine Visa mehr bekommen. Also es war ganz schwer, überhaupt im Land die Kontakte zu halten. Und das ging dann tatsächlich immer nur irgendwie so ganz schwierig. Und uns wurde immer gesagt, egal um welches Thema es sich handelt,
Also sobald ein irgendwie gearteter Einfluss von außen vermutet wird, sollte man das nicht tun, weil das in diesem Land überhaupt nicht opportun ist. Kommen wir noch zu einem Land, das uns ja auch jetzt über viele Jahre beschäftigt hat. Ob es uns in Deutschland immer so beschäftigt hat, weiß ich nicht. Das ist bei anderen Themen auch, aber zu Libyen. Vor kurzem ist ja doch wieder ein erneuter Versuch geworden, hat stattgefunden, um eine Regierung einzusetzen. Ich möchte gleich bei Libyen nochmal das Thema aufgreifen, Einwirkungen von außen. Wenn ich den Vorschub noch machen darf, wir wussten alle im Osten von Libyen, also vor allem in der Region Benghazi, hat es schon immer Proteste gegeben, aber dann ganz starke Proteste auch im Zuge dieser arabischen Transformation gegen Gaddafi. Und da ist ja dann ein UN-Instrument zur Geltung gekommen, was immer ein bisschen bei den Nachbetrachtungen zu Libyen vergessen wird. Es gab nämlich ein UN-Mandat. Ein UN-Mandat, bei dem sich ja damals China und Russland enthalten haben, aber gesagt haben, ja, wir wollen dieses UN-Mandat auf der Basis Schutzverantwortung dann zur Anwendung bringen, wenn eine eigene Regierung es nicht selber zustande bringt, sozusagen die eigene Bevölkerung zu schützen, was ja damals Gaddafi getan hat. Meine Frage jetzt auch nochmal, bei aller Betrachtung, war es richtig oder nicht richtig, dass sich Deutschland nicht beteiligt hat und. Lassen wir mal außen vor. Aber macht sich denn gerade bei Libyen sehr deutlich, wie diese sehr entgegensätzlichen Auffassungen letztendlich auch den Konflikt befeuert haben beziehungsweise auch nicht beendet haben? Kannst du vielleicht nochmal die Akteure ein bisschen auch beschreiben, wo man nicht immer sagen kann, es ist immer nur der Westen und es ist der böse Amerikaner, sondern welche Gruppen mischten da eigentlich mit oder mischen heute möglicherweise noch mit? Ja, also in Libyen ist es total unübersichtlich, muss man sagen. Und vielleicht schon noch mal eine Bemerkung zu der Frage, hätte Deutschland sich hier mehr engagieren sollen? Auf jeden Fall hätte sich Europa mehr engagieren sollen. Und so waren es halt einzelne Akteure. Frankreich als Unterstützer von Haftar, mit den Arabischen Emiraten gemeinsam, mit Ägypten, dann auf der anderen Seite die Türkei, die sich eingemischt hat und massiv. Und hier geht es ja vor allen Dingen um Waffen. Es geht ganz, ganz viel um Waffen, die hier transportiert wurden, die Haftar zum Beispiel in die Möglichkeit versetzt haben, hier massiv diese Angriffe zu fahren. Bis vor nicht allzu langer Zeit, kurz vor der Berliner Konferenz, ja noch die Angriffe auf Tripolis, wo man gedacht hat, also jetzt kann es tatsächlich passieren, dass Tripolis fällt. Das war ja vorher immer nicht so ganz klar. Dann haben wir natürlich auch den Einfluss der Russen. Das verneinen sie zwar immer, weil es sich in erster Linie um eine Söldnergruppe handelt, die Söldnergruppe Wagner, die hier aktiv ist und die Russen immer so tun, als hätten sie damit nichts zu tun. Aber das ist natürlich in der Form überhaupt nicht wahr. Und man muss wirklich sagen, dass hier unendlich viele versucht haben, an Libyen rumzuzerren und hier Einfluss zu nehmen. Und man muss schon sehen, also die Amerikaner waren ja da relativ schnell außen vor und die Europäer haben dieses Vakuum nicht besetzt. Und ich sage nicht, dass wir Deutschen da in irgendeiner Weise alleine hätten aktiv werden müssen. Aber es waren halt einzelne europäische Nationen mit ihren Einzelinteressen. Jetzt ist Libyen ja relativ nah vor unserer Haustür. Und wir haben ja auch wirklich gesehen, was dort passiert ist. Und auch hier gibt es unendlich viele Opfer. Auf der anderen Seite aber auch, was ich sehr spannend finde, auch wieder eine Zivilgesellschaft, auf der man sicher aufbauen kann.
zu der wir in Teilen noch versucht haben, Kontakt zu halten. Die Zeiten, wo du, ich vermute mal, du warst mehrfach in Libyen, das war uns nie möglich. Also weil das Land halt schon so lange wiederum sich in diesem Konflikt befindet. Wir haben ja auch, ich glaube, es gab eine ganz lange Zeit, wo auch so gut wie keine Unterstützungsorganisationen mehr da waren, bis auf die Italiener. Die waren immer noch vor Ort. Aber wir hatten damals, das weißt du ja, Kontakte zum libyschen, also zu unserem Botschafter in Libyen, der aber auch immer von Tunis aus agieren musste. Also auch eine ganz schwierige Situation. Und ich denke, so im Nachhinein, wenn man versucht, es zu analysieren, sind da bestimmt viele Fehler gemacht worden. Und jetzt gibt es ja unterschiedliche Einschätzungen, wo der Berliner Prozess jetzt im Weiteren uns hinführen wird. Im Moment haben wir positive Nachrichten, weil das Parlament eben auch die Einheitsregierung jetzt erstmal akzeptiert hat. Und wenn es gelingt, was manche bezweifeln, aber das kann ich nicht beurteilen, wenn es gelingt, tatsächlich im Dezember zu Wahlen zu kommen, dann wäre hier sicherlich zur Befriedung des Landes einiges getan. Der Waffenstillstand hält seit Oktober, immerhin. Also das sind die positiven Nachrichten. Ja, vielen Dank. Wenn ich auf die eingeblendete Uhr schaue, dann sind wir schon bei 19 Uhr. Ich möchte mich bei dir, liebe Gabriela, herzlich bedanken, dass du für dieses Gespräch zur Verfügung standest. Wir wissen, wir konnten nicht alle Facetten in einer Stunde behandeln, aber es ist deutlich geworden, dass wenn wir von dem sogenannten arabischen Frühling sprechen, es keine eine Antwort gibt oder eine Analyse, sondern dass es sehr darauf ankommt, die einzelnen Länder eben entsprechend zu betrachten. Deutlich gemacht, wie auch die Unterschiede sind. Und es bleibt jetzt auch nach dieser einen Stunde das eine Fazit, nämlich, dass in der Tat in Tunesien das Land ist, wo das Pflänzchen immer noch wächst, werden wir bei anderen sicherlich noch darauf achten müssen. Deutlich geworden ist, dass es sicherlich sinnvoll ist, eine gemeinsame europäische Politik zu gestalten, wie wir gesehen haben, was schwierig ist. Und bei einer Kommentierung habe ich entnommen, ich glaube, wir waren gerade bei der Westsahara auch, dass gefragt worden ist, ob wir denn möglicherweise auch noch andere Themen dem in der nahen Zukunft einmal behandeln wollen. Das können wir gerne bei uns in der Karl-Brügger-Gesellschaft besprechen. Da steht natürlich Syrien an, da stehen aber auch noch andere entsprechende Bereiche an. Ich möchte Ihnen, allen Teilnehmenden aus den verschiedenen Institutionen oder die Sie heute Informationen bekommen haben über die Zeitung, über diese Veranstaltung, recht herzlich uns bedanken für Ihr Interesse. Wir hoffen natürlich, dass Sie uns gewogen bleiben, wenn wir das ein oder andere Thema in Kürze nochmal besprechen werden. Ich möchte mich aber auch sehr herzlich bedanken bei Birgit Birchner, die wiederum diese Veranstaltung organisiert betreut hat und damit auch sichergestellt hat, dass wir alle auf Leitung geblieben sind. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend und hoffe, Sie haben aber auch eine gute Woche. Vielen Dank.